Hey, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Spot-Video. Heute einfach mal der Bernsteinsee. Mein Gott, die Spots sind ja eigentlich bekannt, aber das Video richtet sich vor allen Dingen an Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, Forum zu durchforsten, die vielleicht auch mit VK nicht so viel zu tun haben, ist ja auch in Russisch. Ja, man kann es übersetzen, aber nicht jeder hat ganz einfach mal die Zeit dazu. Und bei jedem auch die Spots halt auch unterschiedlich und deswegen kann ich euch keine Garantie darauf geben, dass der Spot bei euch genauso gut läuft. Er kann schlechter laufen, er kann besser laufen, er kann gar nicht laufen. Ich habe darauf leider überhaupt gar keinen Einfluss und wie lange er läuft, das weiß ich auch nicht. Ich bin gerade im Drill, wie ihr seht, wenn man das Drill nennen kann. Ich habe zwei Fische zuvor, eine Schwimmraffentrophy gerade gezogen gehabt. Der ging ja auch zweimal in die Bremse, könnte ein Kevin sein oder auch nochmal eine Schuppi-Trophy, je nachdem, was für ein Fisch das ist. Wenn es ein Spiegler oder sowas ist, sehr unwahrscheinlich, dass es eine Trophy ist, weil er einfach zu schnell reingeht. Auch wenn ich mit Wenger angel hier. Ich zeige euch gleich mal mein Equip, sobald der draußen ist. Ich mache ja auch nicht dieses typische Russen- oder Chinesen-Angeln, indem ich die Rute runternehme und rückwärts laufe und den Fisch so rausziehe, hat für mich mit Angeln nichts zu tun. Da bin ich ganz ehrlich. Ich ziehe das ganz klassisch raus. Dann brauche ich eher viel nicht spielen. Also, das makes no sense in meinen Augen. So, das ist kein Schuppi, oder? Manchmal liegen die so doof. Doch, ist doch ein Schuppi. Ja, dann sehen sie, dann sieht man den Kamm erst zum Schluss. Jo, ich würde ja lachen, wenn es noch eine Trophy wäre. Also gleich hintereinander weg. Aber ich glaube, das ist ein Kevin, oder? Nee, die nächste. Still, okay. Ja, krass. Das ist wirklich jetzt hier ohne Scheiß innerhalb von kürzester Zeit. Schaut mal, den habe ich vor 7 Minuten gefangen und hier kommt die nächste. Deswegen wollte ich euch jetzt nur mal nochmal zeigen. Das ist halt der Köscher, ein schöner Siley kam am Anfang. Der Spot hat echt eine Weile gebraucht, ehe der so ein bisschen anlief. Und ich habe gerade das Gefühl, dass er jetzt in der zweiten Stunde, das seht ihr auch von der Zeit her, besser läuft wie in der ersten. Aber ihr habt keine Mega-Frequenz. Dafür sind die Größen halt ganz gut. So, bevor ich die Angel hier mal wieder reinwerfe. Ja, ich weiß, man muss nicht mit einer Beluga Wenger angeln, bla 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 bla. I know. Also ich weiß das, aber ich mache das halt einfach. Ich habe sie und ich habe keinen Bock, ständig umzubauen. Ich angel halt auf meinen Matchrouten mit einer Admiral, die rechte auch. Man kann hier auch locker mit einer HSV rangehen. Tiefer würde ich nicht unbedingt machen. Ne? Wir haben auch gerade hier irgendwo noch einen Biss. Ich sehe, es flackert hier. Die größten Schnüre braucht ihr auch nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich nur zu faul zum Umbauen. Deswegen bitte beachtet das nicht. Wichtig ist ja vielmehr das Vorfach. Aber alles Standard. 36,2 in 70 Gramm Blei. Bei den Bleien scheiden sich auch die Geister. Leute, nehmt einfach irgendwas Sandfarbenes, bla bla bla. Wenn ihr jetzt merkt, ihr fangt gar nichts, dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen dran rumspielen. Aber mit diesen Bleien hier, ich fasse immer drauf und ich fange damit auch. Dann eine geflochtene Schnur. Ja, habe ich unterschiedliche. Da gehe ich jetzt von den Farben, nehme ich das jetzt auch nicht ganz so genau. Ne? 60 cm, 36 und ich habe den Simnik WG Hook S1 drauf. Wir angeln gerade nicht mit mega großen Haken. Aber viel wichtiger ist ja die Köderkombination. Übrigens klassische Haarmontage. Ich habe Croft Baits Garnelen 26, Old Boy Krabbenmuschel 20 Soluble. Und ein Helen van Sant Muscheldip. Dann zeige ich euch natürlich auch noch das PVA. Maismehl, Muschelfeedpellets, wurziger Knoblauchfeedpellets 12 und 4, scharfe Feedpellets 6, Krabbenmuscheln. Obwohl wir eigentlich auf unseren Ködern gar keinen Knoblauch oder sowas haben, es läuft damit. Und als Aroma natürlich Krabbenmuscheln. So. Jetzt könnt ihr halt selber entscheiden, ob ihr da noch was anderes reinmixt. Ich finde, dass diese Futtermischen manchmal ein bisschen überbewertet werden. Was heißt überbewertet? Indem man das wirklich 1:1 nachbaut. Wenn man da mal ein oder zwei Sachen anstatt gecrashed Boilies halt doch eher Feedpellets oder sowas nimmt, das ändert meist nichts an der Fangrate. Also das ist so das, was ich festgestellt habe. Aber das kann ja jeder sehen, wie er möchte und jeder Streamer oder Content Creator würde euch da was anderes erzählen. Das ist halt nur meine Meinung. Ja, 35 Meter Clip kennen wir.
Ne, ist immer der gleiche hier an der Stelle. Hab noch nie was anderes gesehen. 83, 145. Genau. Und wie gesagt, das Video richtet sich vor allen Dingen an die Leute, die halt nicht so versiert sind am Bernsteinsee. Hier gibt es Profis, ja, die viel mehr Wissen haben über den Bernie. Das will ich mir überhaupt nicht anmaßen. Aber kurzes, knackiges Video mit allen wichtigen Infos, glaube. Auf jeder Route ist das gleiche drauf. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachangeln. Petri Heil, viel Glück und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!